So, erstmal herzlich willkommen zu unserer allerneuesten Folge des Modern Koi Blogs. Heute greifen wir ein Thema auf, das auch wieder über eine Zuschauerfrage an uns herangetragen wurde und das passend zur Jahreszeit vielleicht jetzt für viele interessant ist. Und hallo Herr Kammerer, zurzeit werden die Fadenalgen wieder aktiv, Auslöser Phosphat, soll ja so sein, Fragezeichen. In verschiedenen Formen werden diverse Tipps, Meinungen, Ratschläge empfohlen. Weiterhin wird bei einigen Händlern darauf hingewiesen, dass Eiweißabschäumer Phosphat entfernen. Richtig, Fragezeichen. Alles ein wenig verwirrend, können Sie dazu in Ihrem MK-Blog dazu etwas aufklären. Sicherlich für viele Besucher interessant. Lieber Frank, das ist so, das ist für viele interessant, denn viele kennen sich mit der Algenvernichtung besser aus als mit der Koi-Ernährung und nicht zuletzt deshalb, weil die Algen einfach Plagegeister sind. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, wir hatten dieses Thema Eiweißabschäumer und Phosphatentfernung vor 20 Jahren, vor 15 Jahren. Da habe ich sehr viele Kunden in Holland gehabt und da war ein Eiweißabschäumer, ich glaube die Firma hieß Febi oder so, ich habe jetzt lange nichts mehr davon gehört. Das ist wirklich sensationell, was diese Eiweißabschäumer selbst im Süßwasser abschäumen, wenn sie da abends einen weißen Eimer drunter stellen und den eine Nacht lang laufen lassen, in einem ganz normalen Teich, egal ob sie da einen Trommelfilter oder was sie angeschlossen haben, am nächsten Morgen ist da eine tiefschwarz-dreckige Brühe in dem Eimer. Und es wurde damals, gingen die Gerüchte auch rum, die würden Algen vernichten. Es ging sogar so weit, dass manche behauptet haben, Eiweißabschäumer, wenn die am Teich angeschlossen seien, wäre es nicht mehr möglich, Wasserpflanzen zu halten. Irgendjemand hat das Gerücht gestreut, da würde das Eisen so weit runter reduziert, dass es den Pflanzen fehlt, dass das Eisen zum limitierenden Faktor wird. Aber ich kann Ihnen sagen, damals, man hat es dann an vielen Teichen versucht und an manchen Teichen sind die Algen weniger geworden. Ich persönlich habe keinen Teich gesehen, indem man es wirklich effektiv zur Algenbekämpfung hatte einsetzen können. Aber vielleicht, es ist ja jetzt nicht nur die Frage, ob ein Eiweißabschäumer funktioniert oder nicht. Vielmehr wollen die Zuschauer sicherlich wissen, was funktioniert. Und da möchte ich Ihnen mal einen kurzen historischen Überblick über die Algenvernichtung in Deutschland in Bezug auf Koi-Teiche geben. Als vor 20 Jahren Koi salonfähig wurde in Europa, haben sich die Leute als erstes über die Schönheit der Koi gefreut und im nächsten Schritt haben sie sich über die Algen geärgert. Und egal in welchem Wasser, egal ob der Teich beschattet war, ob er in der vollen Sonne lag, ob er flach, tief, rund, eckig war, die Algen waren überall. Selbst in Innenräumen gab es Algen. Also die Alge wurde schnell zum Feind Nummer 1 erklärt, zum Koi-Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Und da hat man natürlich erstmal nach Japan geschaut, wie würden dort die Algen bekämpft. Dann musste man sehen, in Japan ist es aufgrund des weichen Wassers und des tiefen pH-Werts ein weit geringeres Problem als bei uns. Und trotzdem gab es da ein Mittel, das hieß, glaube ich, Turumoab. Und das wurde dann in großen Mengen importiert, bis man irgendwann mal gemerkt hat, das Zeug ist so hochgradig giftig und in der EU eigentlich gar nicht zugelassen, dass man fast schon unter das Kriegswaffenkontrollgesetz oder das Betäubungsmittelgesetz oder sonstige EU-Verordnungen verstößt. Ja, und dann hat man also jede Menge neue Möglichkeiten versucht und ausprobiert. Dann kamen eigentlich zwei Methoden, die ich keinem von Ihnen empfehlen kann. Das eine ist eine Kupfer-Ionen-Zudosierung. Das hat zu einem Koi-Massensterben geführt. Ich weiß nicht, wenn Sie länger im Hobby sind, haben Sie davon vielleicht was mitbekommen. Wenn Sie neu dabei sind, kriegen Sie jetzt mal wieder eine richtig witzige Geschichte, die leider sehr viele Koi das Leben gekostet hat, die aber unter der Überschrift läuft, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Es wurden Kupfer-Ionen-Zudosierungsgeräte, was weiß ich, wie die Dinger geheißen haben, verkauft. Die haben im Sommer Kupfer-Ionen zudosiert. Die Algen sind sehr empfindlich, reagieren sehr empfindlich auf Kupfer und Koi haben in warmem Wasser eine sehr hohe Toleranz, was die Toxizität des Kupfers angeht. So, im Sommer hatte man also keine Algen mehr, die Koi waren glücklich, im Herbst sind die Wassertemperaturen gefallen und plötzlich, ich glaube unter 15 Grad, ist dann das große Koi-Sterben losgegangen. Was war passiert? Wie gerade gesagt, Koi haben bei hohen Temperaturen eine hohe Toleranz gegenüber Kupfer im Wasser, fällen die Temperaturen, dann ist es hochgradig giftig und toxisch. Das stand auch in der Gebrauchsanweisung des Herstellers, die aber mal wieder keiner gelesen hat und die Geräte wurden einfach an etliche Koi-Teiche verkauft und danach wurden wieder neue Koi verkauft oder gegebenenfalls sogar neue geliefert, je nachdem, was die Verkäufer versprochen hatten. Wenn die Kunden im Herbst einen großen Wasserwechsel gemacht hätten, wäre sicherlich nichts passiert, aber die meisten oder die wenigsten haben das gemacht und so gab es also eine Katastrophe nach der anderen. Die nächste Katastrophe, und vielleicht wird mich jetzt der ein oder andere Händler hier verteufeln, die nächste Katastrophe wurde über Salzsäure-Zudosieranlagen herbeigeführt. Und zwar, die Salzsäure-Zudosierung baut einfach darauf, dass die Carbonatherde im Wasser eliminiert wird. Die geht irgendwann gegen Null. Wenn die Carbonatherde weg ist, tendiert der pH-Wert nach unten durch die Prozesse der Nitrifikation und andere wasserchemische Prozesse.
und ist erstmal der pH-Wert bei 7, dann fehlt der Alge irgendein Stoff. Und das ist auch das, was in Japan der Fall ist, warum die eigentlich Fadenalgen in dem Maße, wie wir es kennen, nicht kennen. Und dann reduziert sich wirklich der Algenrasen auf einen halben Zentimeter an der Teichwand. Das ist sehr schön, aber wer die Steuerungstechnik kennt und wer weiß, wie kompliziert Steuerungen sind, dann wird man sehr schnell verstehen, dass man sowas nicht für 2.000, 3.000, 4.000 Euro für Koi-Teiche bauen kann. Zumindest dann nicht, wenn es auch noch 100% betriebssicher sein soll. Ich könnte Ihnen 5 MK-Blocks machen zu dem Thema, was bei Salzsäure-Zudosierungsanlagen alles schiefgehen kann. Das geht von kaputten Sonden bis zu Durchflussgeber, die von kleinen Schnecken blockiert wurden, sodass die Messstrecke komplett falsche Werte bekommen hat, vielmehr die Sonde in der Messstrecke falsche Werte bekommen hat. Es geht über Membranen, die in den Zudosierpumpen irgendwann kaputt gingen und über diesen Siphon, diesen Schläucheleffekt, die Salzsäure quasi ohne Zutun der Pumpe in die Teiche lief. Es gibt Gründe noch und nöcher. Und ich sage Ihnen jetzt mal eins. Eine komplette Produktion an Nissei und Tosai, eine komplette Produktion an Tosai, der Konishi Koi Farm, habe ich in den letzten 15 Jahren an Teiche geliefert, wo die Koi aufgrund von Salzsäure-Zudosierungsanlagen nicht funktionieren, Salzsäure-Zudosierungsanlagen, die ausgerottet wurden und die dann einfach neue Koi gebraucht haben. Und ich kann Ihnen auch sagen, der letzte Fall ist keine 6 Wochen her. So, also das strahlt immer noch bis zur Neuzeit. Es ist natürlich bequem, wenn man was hat, was die Algen zurückhält und wo man nicht permanent irgendwo was bestellen muss und wieder reinkippen und was ja dann auch alles giftig ist. Vor der Salzsäure an sich braucht man keine Angst haben. Das ist HCl, das dissoziiert im Wasser zu H+ und Cl-. Das H+ macht das Wasser sauer, das Cl- ist Chlorid. Ist das Chloridion und von daher völlig unproblematisch. Das ist genauso, wenn Sie Kochsalz reinlernen, das dissoziiert zu Na+ und Cl-. Also hat nicht die Salzsäure an sich der Fisch getötet, sondern einfach, weil der pH-Wert irgendwann, wenn es nicht mehr funktioniert hat, ist der pH-Wert auf Werte von 3, 4, 5 gefallen und da können Koi einfach nicht mehr überleben. So, dann hat man also ausgeschlossen die Kupferionen. Fangen wir von vorne an. Der Eiweißabschäumer funktioniert nicht. Man kann keinen Stoff im Koi-Teich, mal kurz zum Phosphat vielleicht. Ich verhaspel mich jetzt, aber in Summe werden Sie verstehen, was ich meine. Das Phosphat, wenn Sie versuchen, das Phosphat zum limitierenden Faktor zu erklären, dann sage ich Ihnen jetzt mal was. Phosphat tragen Sie permanent übers Fischfutter in Ihren Teich ein. Die Futterhersteller, die versuchen, den Phosphatgehalt so gering wie möglich zu halten, aber dem sind Grenzen gesetzt, weil der Koi braucht auch Phosphat übers Futter. Das braucht er für die Blutbildung und für die Knochenbildung, soweit ich das weiß. Nageln Sie mich hier bitte aber nicht fest. Das ist aber auch nicht wichtig, wir sind keine Tierärzte oder Biologen. So, aber er kann immer nur circa die Hälfte dessen aufnehmen, was ihm übers Futter verabreicht wird. Die andere Hälfte scheidet er zunächst im Kot gebunden ans Wasser aus. Innerhalb von 24 Stunden löst sich dieses Phosphat im Kot ans Wasser aus, zumindest zu 80-90%, habe ich irgendwo mal eine Studie gelesen. So, wenn Sie also einen Papierfilter haben, wenn Sie einen Trommelfilter oder einen Endlosbandfilter haben, wo permanent der Schmutz aus dem Wasser gezogen wird, dann sind Sie sicherlich in der Lage, Ihren jetzigen Wert von 3, also den Wert von 3, 4, 5 Milligramm, den in der Regel Teiche ohne Mikrofiltration haben, können Sie den Wert senken auf 1 bis 2, manche sogar auf unter 1 Milligramm. Aber wenn Sie jetzt einen 20.000 Liter Teich haben und Sie haben 1 Milligramm Phosphat im Wasser, heißt es, Sie haben in der Gesamtanlage 20 Gramm gebunden. Und nicht gebunden, es sind 20 Gramm vorrätig, die den Algen auch zugänglich sind. 1 Gramm Phosphat reicht für 10 Kilogramm Algen in Trockenmasse. So, Sie hätten also immer noch genügend Phosphat, um 200 Kilogramm Algen in Trockenmasse zu produzieren. Das wird so auch nicht funktionieren, weil es dann auch wieder irgendwelche Stoffe gibt, die der Alge fehlen, die nicht in genügender Menge da sind. Aber Phosphat zum limitierenden Faktor zu erklären, funktioniert nicht. Man hat damals auch mit irgendwelchen Aluminiumverbindungen versucht, das Phosphat zu fällen. Das ist alles gescheitert, das geht nicht. So, jetzt werden Sie sicherlich fragen, Kamera, was machen wir dann gegen Algen? Das kann ich Ihnen sagen. Die einzig effektiven Möglichkeiten, gegen Algen vorzugehen. Ich zu Hause mache es zum Beispiel mit Salz. Ich halte, wenn die Algen kommen, dann salze ich meinen Teich auf 0,5% hoch. Das sind 5 Kilogramm pro 1000 Liter. Das tötet die Alge ab und in der Regel reicht eine solche Dosierung im Frühjahr und der Teich ist bis in Herbst dann algenfrei. Wenn es nochmal kommen sollte, wenn sie nochmal aufblühen, wenn sie sich nochmal durchsetzen,
dann kann man eventuell auch wieder nachdosieren. Und die Salzdosierung, die schleicht sich mit den Wasserwechseln, zumindest wenn man ausreichend Wasserwechsel macht, schleicht die sich von alleine raus. Zum anderen können Sie bei Koi-Discount oder bei irgendeinem anderen Lieferanten können Sie diese Algenvernichter. Ich kann Ihnen sagen, ich kenne viele Leute, die mit den Algenvernichtern arbeiten. Und das ist weder so, dass die Algenvernichter die Fische töten, noch machen sie die Fische hässlich, noch hat man sonst irgendwelche Nebeneffekte. Ich bin kein Freund davon, ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, warum nicht. Es ist einfach manchmal so, die einen Sachen sind einem zugänglich, die anderen nicht. Ich bin ein Freund von Salz, aber wenn Sie jetzt einen 50.000 Liter Teich haben und Sie jetzt hören, dass Sie dann 250 Kilogramm Salz in den Teich zudosieren müssen, um eine für die Algenvernichtung brauchbare Konzentration zu bekommen, dann ist Ihnen vielleicht der Weg zu Koi-Discount und Fadenalgenfrei F zu bestellen wieder sehr angenehm. Eine Sekunde, ich muss kurz schauen. Aber was ich Ihnen tatsächlich versprechen kann, alle anderen Wege, egal ob Sie anfangen, Ihren Teich abzuschatten, ich kenne genügend Leute, die haben Sonnensegel, die haben Sonnenschirme aufgebaut, die haben große Bambusse gepflanzt, einfach, dass der Teich im Schatten liegt. A, gehen die Algen nicht weg und B, werden die Teiche, die in Europa, in Deutschland ohnehin nicht wirklich warm werden, die bleiben dann im Sommer noch sehr viel kühler. Also das kann der Weg auch nicht sein. Auch große Frischwasserwechsel, das tut den Fischen gut, aber sie können damit die Algen nicht bekämpfen. So, sie haben immer genügend Stoffe und sie haben genügend Licht. Wenn sie mal so wenig Licht haben, dass die Alge nicht mehr wächst, kann ich Ihnen auch versprechen, verlieren Ihre Fische die Farbe. Also das kann der Weg auch nicht sein. Sie können damit mit ein bisschen Schatten, mit viel Frischwasser, mit einer Mikrofiltration, die den Phosphatwert unten hält, können Sie sicherlich flankierend dazu beitragen, dass Sie weniger Salz brauchen oder seltener Salz dosieren müssen, dass Sie weniger Algenvernichter brauchen, aber wirklich was dagegen tun. Dass man sagt, die Situation ist okay, kann man nicht. Aber es gibt auch Teiche, das kann ich Ihnen versprechen und auch das kann wiederum niemand erklären, die haben keine Algen. Woran es liegt, weiß man nicht. Wenn Sie aber denselben Teich an der gleichen Stelle nochmals bauen würden und wieder mit Wasser, mit demselben Leitungswasser befüllen, die gleiche Randbepflanzung, den gleichen Filter anschließen würden, dann hätte er danach wahrscheinlich Algen. Oder es wäre eine andere Situation. Und das ist auch wieder Koi. Ich habe hier 10 Anlagen, 10 gleiche Anlagen. Und wenn ich 2 Anlagen komplett gleich befeuere, komplett dasselbe tue, gleiche Pumpenleistung, gleiche Filtergröße, alles gleich. Im einen stellen Sie plötzlich einen Nitritwert von 0,1 ein, im anderen ist er bei 0. Man weiß nicht, woher es kommt, deshalb ist es auch wichtig, immer mit offenen Augen an das Thema rangehen, immer mal wieder messen, nicht nur sich auf sein Gefühl verlassen, sondern einfach mal hier ab und an ein Messgerät oder einen Tröpfchentest in die Hand nehmen und Ergebnisse liefern. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine algenfreie Saison 2015. Wieder neue Koi verkauft oder gegebenenfalls sogar neue geliefert. Je nachdem, was die Verkäufer versprochen hatten. Wenn die Kunden im Herbst einen großen Wasserwechsel gemacht hätten, wäre sicherlich nichts passiert, aber die meisten oder die wenigsten haben das gemacht. Und so gab es also eine Katastrophe nach der anderen. Die nächste Katastrophe, und vielleicht wird mich jetzt der ein oder andere Händler hier verteufeln, die nächste Katastrophe wurde über Salzsäure-Zudosieranlagen herbeigeführt. Und zwar, die Salzsäure-Zudosierung baut einfach darauf, dass die Carbonatherde im Wasser eliminiert wird. Die geht irgendwann gegen Null. Wenn die Carbonatherde weg ist, tendiert der pH-Wert nach unten durch die Prozesse der Nitrifikation und andere wasserchemische Prozesse. Und ist erstmal der pH-Wert bei 7, dann fehlt der Alge irgendein Stoff. Und das ist auch das, was in Japan der Fall ist, warum die eigentlich Fadenalgen in dem Maße, wie wir es kennen, nicht kennen. Und dann reduziert sich wirklich der Algenrasen auf einen halben Zentimeter an der Teichwand. Das ist sehr schön, aber wer die Steuerungstechnik kennt und wer weiß, wie kompliziert Steuerungen sind, dann wird man sehr schnell verstehen, dass man sowas nicht für 2.000, 3.000, 4.000 Euro für Koi-Teiche bauen kann, zumindest dann nicht, wenn es auch noch 100% betriebssicher sein soll. Ich könnte Ihnen 5 MK-Blogs machen zu dem Thema, was bei Salzsäure-Zudosierungsanlagen alles schiefgehen kann. Das geht von kaputten Sonden bis zu Durchflussgeber, die von kleinen Schnecken blockiert wurden, sodass die Messstrecke komplett falsche Werte bekommen hat, vielmehr die Sonde in der Messstrecke falsche Werte bekommen hat. Es geht über Membranen, die in den Zudosierpumpen irgendwann kaputt gingen und über diesen Siphon, diesen Schläucheleffekt, die Salzsäure quasi ohne Zutun der Pumpe in die Teiche lief. Es gibt Gründe noch und nöcher. Und ich sage Ihnen jetzt mal eins. Eine komplette Produktion an Nissei und Tosai, nee Tosai nicht, eine komplette Produktion an Tosai, der Konishi Koi Farm, habe ich in den letzten 15 Jahren an Teiche geliefert, wo die Koi aufgrund von Salzsäure-Zudosierungsanlagen nicht funktionieren, Salzsäure-Zudosierungsanlagen
die ausgerottet wurden und die dann einfach neue Koi gebraucht haben. Und ich kann Ihnen auch sagen, so erstmal herzlich willkommen zu unserer allerneuesten Folge des Modern Koi Blogs. Heute greifen wir ein Thema auf, das auch wieder über eine Zuschauerfrage an uns herangetragen wurde und das passend zur Jahreszeit vielleicht jetzt für viele interessant ist. Und hallo Herr Kammerer, zurzeit werden die Fadenalgen wieder aktiv, Auslöser Phosphat, soll ja so sein, Fragezeichen. In verschiedenen Foren werden diverse Tipps, Meinungen, Ratschläge empfohlen. Weiterhin wird bei einigen Händlern darauf hingewiesen, dass Eiweißabschäumer Phosphat entfernen. Richtig, Fragezeichen. Alles einwegen verwirrend, können Sie dazu in Ihrem MK-Blog dazu etwas aufklären. Sicherlich für viele Besucher interessant. Lieber Frank, das ist so, das ist für viele interessant, denn viele kennen sich mit der Algenvernichtung besser aus als mit der Koi-Ernährung und nicht zuletzt deshalb, weil die Algen einfach Plagegeister sind. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, wir hatten dieses Thema Eiweißabschäumen und Phosphatentfernung vor 20 Jahren, vor 15 Jahren. Da habe ich sehr viele Kunden in Holland gehabt und da war ein Eiweißabschäumer, ich glaube die Firma hieß Febi oder so, ich habe jetzt lange nichts mehr davon gehört. Das ist wirklich sensationell, was diese Eiweißabschäumer selbst im Süßwasser abschäumen, wenn sie da abends einen weißen Eimer drunter stellen und den eine Nacht lang laufen lassen, in einem ganz normalen Teich, egal ob sie da einen Trommelfilter oder was sie angeschlossen haben. Am nächsten Morgen ist da eine tiefschwarz dreckige Brühe in dem Eimer. Und es wurde damals, gingen die Gerüchte auch rum, die würden Algen vernichten. Es ging sogar so weit, dass manche behauptet haben, Eiweißabschäumer, wenn die am Teich angeschlossen seien, wäre es nicht mehr möglich, Wasserpflanzen zu halten. Irgendjemand hat das Gerücht gestreut, da würde das Eisen so weit runter reduziert, dass es den Pflanzen fehlt, dass das Eisen zum limitierenden Faktor wird. Aber ich kann Ihnen sagen, damals, man hat es dann an vielen Teichen versucht, und an manchen Teichen sind die Algen, weniger geworden. Ich persönlich habe keinen Teich gesehen, in dem man es wirklich effektiv zur Algenbekämpfung hatte einsetzen können. Aber vielleicht, es ist ja jetzt nicht nur die Frage, ob ein Eiweißabschäumer funktioniert oder nicht. Vielmehr wollen die Zuschauer sicherlich wissen, was funktioniert. Und da möchte ich Ihnen mal einen kurzen historischen Überblick über die Algen. Der letzte Fall ist keine 6 Wochen her. So, also das strahlt immer noch bis zur Neuzeit. Es ist natürlich bequem, wenn man was hat, was die Algen zurückhält und wo man nicht permanent irgendwo was bestellen muss und wieder reinkippen und was ja dann auch alles giftig ist. Vor der Salzsäure an sich braucht man keine Angst haben. Das ist HCl, das dissoziiert im Wasser zu H+ und Cl-. Das H+ macht das Wasser sauer, das Cl- ist Chlorid. Ist das Chloridion und von daher völlig unproblematisch. Das ist genauso, wenn Sie Kochsalz reinlernen, das dissoziiert zu Na+ und Cl-. Also hat nicht die Salzsäure an sich der Fisch getötet, sondern einfach, weil der pH-Wert irgendwann, wenn es nicht mehr funktioniert hat, ist der pH-Wert auf Werte von 3, 4, 5 gefallen und da können Koi einfach nicht mehr überleben. So, dann hat man also ausgeschlossen die Kupferionen. Fangen wir von vorne an. Der Eiweißabschäumer funktioniert nicht. Man kann keinen Stoff im Koi-Teich, mal kurz zum Phosphat vielleicht. Ich verhaspel mich jetzt, aber in Summe werden Sie verstehen, was ich meine. Das Phosphat, wenn Sie versuchen, das Phosphat zum limitierenden Faktor zu erklären, dann sage ich Ihnen jetzt mal was. Phosphat tragen Sie permanent übers Fischfutter in Ihren Teich ein. Die Futterhersteller, die versuchen, den Phosphatgehalt so gering wie möglich zu halten, aber dem sind Grenzen gesetzt, weil der Koi braucht auch Phosphat übers Futter. Das braucht er für die Blutbildung und für die Knochenbildung, soweit ich das weiß. Nageln Sie mich hier bitte aber nicht fest. Ist aber auch nicht wichtig, wir sind keine Tierärzte oder Biologen. So, aber er kann immer nur circa die Hälfte dessen aufnehmen, was ihm übers Futter verabreicht wird. Die andere Hälfte scheidet er zunächst im Kot gebunden ans Wasser aus. Innerhalb von 24 Stunden löst sich dieses Phosphat im Kot ans Wasser aus, zumindest zu 80-90% habe ich irgendwo mal eine Studie gelesen. So, wenn Sie also einen Papierfilter haben, wenn Sie einen Trommelfilter oder einen Endlosbandfilter haben, wo permanent der Schmutz aus dem Wasser gezogen wird, dann sind Sie sicherlich in der Lage, Ihren jetzigen Wert von 3, also den Wert von 3, 4, 5 Milligramm, den in der Regel Teiche ohne Mikrofiltration haben, können Sie den Wert senken auf 1 bis 2, manche sogar auf unter 1 Milligramm. Aber wenn Sie jetzt einen 20.000 Liter Teich haben und Sie haben 1 Milligramm Phosphat im Wasser, heißt es, Sie haben in der Gesamtanlage 20 Gramm gebunden. Nicht gebunden, es sind 20 Gramm vorrätig, die den Algen auch zugänglich sind. 1 Gramm Phosphat reicht für 10 Kilogramm Algen in Trockenmasse. So, Sie hätten also immer noch genügend Phosphat, um 200 Kilogramm Algen in Trockenmasse zu produzieren. Das wird so auch nicht funktionieren, weil es dann auch wieder irgendwelche Stoffe gibt,
die der Alge fehlen, die nicht in genügender Menge da sind, aber Phosphat zum limitierenden Faktor zu erklären, funktioniert nicht. Man hat damals auch mit irgendwelchen Aluminiumverbindungen versucht, das Phosphat zu fällen, das ist alles gescheitert, das geht nicht. So, jetzt werden Sie sicherlich fragen, Kamera, was machen wir dann gegen Algen? Das kann ich Ihnen sagen. Die einzig effektiven Möglichkeiten, gegen Algen vorzugehen. Ich zu Hause mache es zum Beispiel mit Salz. Ich halte, wenn die Algen kommen, dann salze ich meinen Teich auf 0,5% hoch. Das sind 5 Kilogramm pro 1000 Liter. Das tötet die Alge ab und in der Regel reicht eine solche Dosierung im Frühjahr und der Teich ist bis in Herbst dann algenfrei. Wenn es nochmal kommen sollte, wenn sie nochmal aufblühen, wenn sie sich nochmal durchsetzen, dann kann man eventuell auch wieder nachdosieren. Und die Salzdosierung, die schleicht sich mit den Wasserwechseln, zumindest wenn man ausreichend Wasserwechsel macht, schleicht die sich von alleine raus. Zum anderen können Sie bei Koi-Discount oder bei irgendeinem anderen Lieferanten können Sie diese Algenvernichter. Ich kann Ihnen sagen, ich kenne viele Leute, die mit den Algenvernichtern arbeiten. Und das ist weder so, dass die Koi die Algenvernichter die Fische töten, noch machen sie die Fische hässlich, noch hat man sonst irgendwelche Nebeneffekte. Ich bin kein Freund davon, ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, warum nicht. Es ist einfach manchmal so, die einen Sachen sind einem zugänglich, die anderen nicht. Ich bin ein Freund von Salz, aber wenn Sie jetzt einen 50.000 Liter Teich haben und Sie jetzt hören, dass Sie dann 250 Kilogramm Salz in den Teich zudosieren müssen, um eine für die Algenvernichtung brauchbare Konzentration zu bekommen, Algenvernichtung in Deutschland in Bezug auf Koi-Teiche geben. Als vor 20 Jahren Koi salonfähig wurde in Europa, haben sich die Leute als erstes über die Schönheit der Koi gefreut und im nächsten Schritt haben sie sich über die Algen geärgert. Und egal in welchem Wasser, egal ob der Teich beschattet war, ob er in der vollen Sonne lag, ob er flach, tief, rund, eckig war, die Algen waren überall. Selbst in Innenräumen gab es Algen. Also die Alge wurde schnell zum Feind Nummer 1 erklärt, zum Koi-Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Und da hat man natürlich erstmal nach Japan geschaut, wie werden dort die Algen bekämpft. Dann musste man sehen, in Japan ist es aufgrund des weichen Wassers und des tiefen pH-Werts ein weit geringeres Problem als bei uns. Und trotzdem gab es da ein Mittel, das hieß, glaube ich, Turumo ab. Und das wurde dann in großen Mengen importiert, bis man irgendwann mal gemerkt hat, das Zeug ist so hochgradig giftig und in der EU eigentlich gar nicht zugelassen, dass man fast schon unter das Kriegswaffenkontrollgesetz oder das Betäubungsmittelgesetz oder sonstige EU-Verordnungen verstößt. Ja, und dann hat man also jede Menge neue Möglichkeiten versucht und ausprobiert. Dann kamen eigentlich zwei Methoden, die ich keinem von Ihnen empfehlen kann. Das eine ist eine Kupferionenzudosierung. Das hat zu einem Koi-Massensterben geführt. Ich weiß nicht, wenn Sie länger im Hobby sind, haben Sie davon vielleicht was mitbekommen. Wenn Sie neu dabei sind, kriegen Sie jetzt mal wieder eine richtig witzige Geschichte, die leider sehr viele Koi das Leben gekostet hat, die aber unter der Überschrift läuft. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Es wurden Kupferionenzudosierungsgeräte, was weiß ich, wie die Dinger geheißen haben, verkauft. Die haben im Sommer Kupferionen zudosiert. Die Algen sind sehr empfindlich, reagieren sehr empfindlich auf Kupfer und Koi haben in warmem Wasser eine sehr hohe Toleranz, was die Toxizität des Kupfers angeht. So, im Sommer hatte man also keine Algen mehr, die Koi waren glücklich. Im Herbst sind die Wassertemperaturen gefallen und plötzlich, ich glaube, unter 15 Grad ist dann das große Koi-Sterben losgegangen. Was war passiert? Wie gerade gesagt, Koi haben bei hohen Temperaturen eine hohe Toleranz gegenüber Kupfer im Wasser. Fällen die Temperaturen, dann ist es hochgradig giftig und toxisch. Das stand auch in der Gebrauchsanweisung des Herstellers, die aber mal wieder keiner gelesen hat. Und die Geräte wurden einfach an etliche Koi-Teiche verkauft. Und danach wurden